Nein, mach den Sniper weg! Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Der ist hinten an dem Schützen. Ich will das nicht. An dem Graben schützen. Hier ist einer, hier tanzt einer. Hallo und herzlich willkommen hier auf Goblinger TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wie immer für euch am Start. Ja, und es ist wieder soweit. Heute gibt es wieder eine kleine, feine Runde Heroes and Generals. Und mit dabei, wie immer, die Jungs vom Noob Troop. Und ich habe ja wieder ein bisschen was für euch zusammengeschnitten. So eine Kleinigkeit, damit ihr mal wieder sieht, wie wir unterwegs sind in Action. Und ich wünsche euch da viel Spaß mit und schreibt mir doch mal rein, was ihr von dem Projekt an sich haltet mit dem Noob Troop. Mal gucken, vielleicht baue ich auch mal ein Intro dafür und dann machen wir das wirklich mehr so in die Richtung TV-Schiene. Schreibt mir auch mal rein, was ihr davon haltet und dann setze ich mich da vielleicht mal ran, je nachdem, wie ich die Zeit finde die nächsten Tage. Und vorausgesetzt, ihr möchtet das. Und dann schauen wir doch mal. In diesem Sinne, wie gesagt, viel Spaß und ich sag mal, ab geht's! Steig ein! Was? Du solltest einsteigen. Ich schieße nur einmal. Wollen wir hier parken, ja? Alles klar. Nee. Weißt du was? Dann fahr weiter. Beseitige ja, erst den Wagen hinter dir, dann pass auf dich von oben. Oje! Mach dir Freunde. Ja, da waren immer noch zwei Russen drin. Naja, der Panzer wird's richten. Eieiei. Im Haus. Im Haus. Moffi, warum schießt du nicht? Ah! Dieser Moment, wenn du erkennst, dass du rennen solltest, oder wie war das? Alter, das ist ein Panzer, das habt ihr schon gesehen, ne? Oh, das ist Panzer? Oh shit. Yeah, weg ist der Bub. Ich glaube, der hockt oben auf dem Dach rum. Dann holen wir doch da raus. Wir kommen aufs Dach. Ich soll da wieder hochrennen, ja? Ja. Wenn du gerne weggesnappt wirst. Muss er nicht. Er ist nicht auf dem Dach. Okay, ja, wo ist er dann? Einer ist in einem anderen Haus, ne? Ich hab einmal geschafft, den Flugzeug mit Raketenwerfer zu treffen. Den dezent unter Beschuss. Er wollte unser Panzer springen, der junge Mann. Hast du gesehen, Muffi? Nee, ich achte mehr auf die Flugzeuge. Bin wieder drin. Komm, ich versuche mal mit der Panzerfaust ein Flugzeug zu treffen. Okay, wieso bin ich jetzt zweimal gestorben? Ich hab doch nur einmal gelebt. Ja! Für dich hier ist einer drin, oder? Ja. Wo denn? Wo ist einer? Ich hab mich für dich geopfert. Jetzt war einer drin, alles klar. Hab ihn rausgenommen. Goblin. Ja, nur damit ich den anderen platt machen konnte. Das ist sehr lieb von dir. Sehr löblich. Jetzt kannst du versuchen, mit dem Flugzeug eins runterzuholen. Wir kriegen ja gerade. Oh Mann. Schüsse, ich höre Schüsse. Ist das ein Panzer? Nee. Das ist ein Sniper. Dann mach den Sniper weg. Ich mag keine Sniper. Ich kann keinen Sniper weg. Mach den Sniper weg. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Der ist hinten an dem Schützen. Ich will das nicht. An dem Graben schützen. Hier ist einer. Hier tanzt einer. Hier ein Panzer. Was war das? Eine Antipersonenmine! Ist schon wieder irgendwo ein Russe drin? Ja, ein Panzer. Ein Panzer? Meine Seite. Ey, hier ist ein Russe. Ja, ein Panzer. Nein, Jeep! Flax ist kein Gegner mehr, ist ja langweilig. Hat da hinten sie ja noch. Da ist der Panzer. Machen wir da. Hier wegballern. Womit? Mit deinem Panzer fast? Hab ich nicht. Die habe ich vorhin für den Typ, für den Sniper gebraucht. Hast du weggemacht? Ich hab dir gerade den Arsch gerettet, lieber Mann, neben mir. Mr. Cipera gab von der Seite. Buenos Deras.
Panzer! Ich begrüße Sie! Hier bin ich, Panzer! Da kommt ein Jeep angedüst. Oh! Kann mal einer die Panzer rausholen hier? Das versuche ich gerade, aber ich wurde gerade von dem verbindlichen Flugzeug weggemacht. Genau. Der parkt aber echt unwitzig. Der ist ausgestiegen. Ist tot. Ist ausgestiegen, ist tot. Ich bin weggemacht. Wir verlieren. Oh, Alter. Wir verlieren Charlie. Irgendeiner rennt auf uns zu, auf jeden Fall. Und hier, da hinten. Ich hab ihn gefunden. Der ist ein dummer Typ, schade. Hab ich gesehen. Hast einen guten Abflug gemacht. Ja, ihr Trupp hat keine Ressourcen mehr. Sehen Sie von der verbleibenden Aktivität im Trupp mit Glieder zu. Ich darf nicht mehr mitmachen. Ich auch nicht. Wir haben keine Infanterie mehr, wolltest du mir damit sagen? Ja. Oh ja, schon genau. Wir haben keine Infanterie mehr. Schade. Komm, meinte gut. Das heißt, sterben ist jetzt äußerst ungünstig, ja? Ja, ich guck dich gerade zu. Das Lustige war, du hast 3 Schüsse gemacht, habe keinen Schuss gehört. Mach nichts, ich habe getroffen, das heißt, das ist das Einzige, was zählt. Ja, ich glaube, alleine kann ich das hier nicht lange halten. 5 Schüsse dir drin. Ah, den habe ich noch mitgenommen. Und du bist weg. Ja, zusehen. Ich lebe noch. Es liegt an dir, Soldat. Erstmal den Typen aus der Stellung holen, genau. Ah, schade. Stimmt, du hast recht. Oh, Panzer. Panzer, ich bin also, du auf. Kannst du den nicht kapern? Kaper den. Ja, aber er wird gerade beschossen. Bombe. Oh Gott. Ja. Bombe, oh ja. Das ist über die Panzerabwehrmine, die der mit dir. Oh, hinter dir. Links hinter dir ist einer in der Stellung. Wenn du jetzt rechts guckst, okay. Rechts ein bisschen, da ist einer in die Stellung gesprungen, ne? Ne, weiter rechts war der. Irgendwo da rechts war der. Oh, und ein Panzer. Jetzt hat's ja richtig gut Action. Irgendwo rennt da einer in dem Graben rum. Da ist er. Goblin. Irgendwie. Ey, hast du den nicht getötet? Goblin? Ja. Ja, schade, okay, ist ja keine. Da rechts, rechts, rechts! Noi. Ha, die Augen. Die Augen von allen sind bei dir. Ja, schade, dass du keine mehr Luft ist. Nee. Gut, dass du eine Flak hast. Jetzt fehlen dir nur noch die Gegner dafür. Aber der Typ, den du gerade erschossen hast, der hat doch bestimmt eine Waffe. Mhm. Ja, ja, die liegt da. Der liegt da noch. Wo war denn das? War doch da irgendwo. Da, wo du erschossen hast. Ja, wahrscheinlich machst du gleich Bekanntschaft mit seinem Kumpel. Immer kommt auch mit der Flak abgeknallt, wer man selber von der nächsten Flak zernöbelt hätte.